Ja, kommst du drauf? Ja. Sehr schön. Wie geht's dir? Ja, hallo, meine Lieben. Ich komme mal direkt zur Sache. Dieses Jahr mit großartig Touren, mehrtägige Touren wie in den letzten Jahren, fällt erstmal komplett aus. Ich habe diese Entscheidung geschlossen. Und wer es verfolgt hat, seit Ende letztes Jahres habe ich halt mal unseren Umzug vorbereitet, alles, soweit ich konnte, körperlich und geistig dazu Kraft hatte. Und kamen wir hier an, in meiner Heimatstadt. Nur Umzugskartons, Sideboard, wo der Fernseher draufsteht, und jetzt die Kamera. Sonst nichts. Matratze lag auf dem Boden zum Schlafen. Und ja, es hat auch einige Monate gedauert, alles aufzubauen hier. Möbel habe ich gebaut mit meinem Vater und sowas alles, ne? Und ab einem gewissen Punkt, wo ein Großteil an Umzugskartons raus war aus der Wohnung, da ist erstmal eine große Last von mir runtergefallen. Boah, leck mich am Arsch, dachte ich mir. Sowas machst du nicht normal im Leben. Ja, da hatte ich ein kleines tiefes Loch, wo ich wirklich eine Leck-mich-Einstellung hatte zu allem und wirklich mental so fertig war, wo ich mir gedacht habe, ich will zurück nach Hause, das wird hier nie was. Und mit zurück nach Hause meinte ich Hamburg, aber Hamburg, die Wohnung gibt es ja für mich nicht mehr. Da wohnt ja nur jemand anderes drin. Und ich hatte viel vorgehabt für dieses Jahr. Wenn wir hier sind im ländlichen Gebiet, ah, du fährst dahin, dahin und dahin und hier und das, das machst du, das, jenes machst du. Und ich habe erstmal alle Pläne über Bord geschmissen, um mir Druck wegzunehmen und ja, mir keinen Stress zu machen. Also geistige Gesundheit geht erstmal jetzt voran. Das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, dass ich die ganzen Pläne über Bord geschmissen habe mit Touren. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt überhaupt gar nichts gefilmt habe. Mit Paula einige Tagestouren machen und sowas alles. Habe ich gefilmt. Ja, wer es auf Instagram folgt, da kommen ja regelmäßig Updates, sage ich mal regelmäßig, Anführungsstrichen. Und selbst Instagram habe ich vernachlässigt. Nicht nur jetzt YouTube, auch Instagram, wo ich sonst alle paar Tage was gepostet habe und sowas alles, ist jetzt nur noch, ja, wenn es hochkommt, vielleicht einmal die Woche. Ich genieße lieber Momente, anstatt überall die Kamera raufzuhalten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Nee. Kannst du ganz raufkommen auf der Couch. Und das ist der richtige Weg, um halt ein bisschen gesund zu werden. Und in Vergangenheit in Hamburg besonders, da hatte ich gehabt, wenn ich gute Stimmung hatte und geil und hier und da, ich bin glücklich, hat nicht lange gedauert, wo es irgendwas passiert ist und ich gedacht habe, boah, kann ich nicht mal gute Laune haben, bevor es wieder Scheiße kommt und sowas alles. Und das hat sich jetzt geändert alles. Wenn ich gute Laune habe und irgendwas passiert und hier und da, nehme ich jetzt nicht mehr so krumm. Also, das ist doch ein deutlicher Unterschied, ne? Der richtige Weg, sag ich mal, der den Weg auch ein bisschen rauszieht aus der Depression, die ich halt habe, ne? Und eine Sache, die mich noch ordentlich momentan runterzieht, ist heutige Datum, 17.8. Heute ist Jahrestag von meinem Unfall. Oh, war eine Scheißnacht. Ich konnte kaum schlafen. Ist schwierig. Ich hatte letztes Jahr ein Video gemacht, 7:05, 7:05 Uhr. Ich wollte dieses Jahr eine Fortsetzung machen, aber
alles nochmal hochwürgen, Detail erzählen und sowas alles, ne? Die nächste Etappe von der Story. Habe ich momentan über Bord geschmissen. Alles nochmal hochwürgen, jetzt hier beim langsam gute Laune haben. Ne, wer es ersten Teil nicht gesehen hat, ich hau den Link mal unten mit rein in die Videobeschreibung. Ne, der kann sich den ersten Teil angucken von meinem Unfall. Und nee, musste ich nicht haben. Ist ein Scheißtag. 7 Jahre seit meinem Unfall, wo mein altes Ich gestorben ist und wie gesagt, habe einiges Videos gedreht noch. Je nachdem, wie Interesse daran ist, ne, würde ich die fertig machen, wie ich mit meinem Vater verschiedene Möbel baue. Und der Tisch zum Beispiel, der ist, da wurde mir schon Geld geboten. Ne? Also, wer den gesehen hatte auf Instagram, ne, oh, gibt es den zu kaufen? Nein, sage ich, das ist eine Einzelanfertigung, ne, der ist unbezahlbar. Ja, ich bezahle dir so und so viel Geld, dachte ich mir, aber kein Geld der Welt. Nee, der ist viel mehr wert, ne? Also besonders der emotionale Wert, ne? Dadurch, dass ich mit meinem Vater gebaut habe, den Tisch, und ja, der ist unverkaufbar. Unverkäuflich? Unverkäuflich. Uns geht's gut hier in der Wohnung. Es geht bergauf. Ne? Einiges, was ich gedacht habe vorm Umzug, was ich auch schon drüber berichtet habe, gab es Probleme, beziehungsweise einige Sachen durch den Umzug habe ich jetzt, sind absolut nicht so eingetroffen, wie ich gedacht habe. Einige sind so eingetroffen. An andere Sachen, die mich aus der Vergangenheit eingeholt habe, die ich jahrzehntelang nicht mehr dran gedacht habe, haben mich eingeholt, habe ich eine Zeit lang sehr kräftig dran zu nagen gehabt, aber mittlerweile überwunden. Und ja, wenn Interesse dran ist, dann würde ich mal darüber berichten, über alles, ne, was über den Umzug, was gut gelaufen ist, was eingetroffen ist, wie gesagt, was ich gar nicht im Kopf hatte, dann würde ich mal Bericht machen. Und es geht bergauf. Wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen kürzer mit den Videos. Und dafür starten wir dann nächstes Jahr komplett richtig durch. Alle Pläne, die ich hatte, auch wochenlange Touren, die werden dann auf nächstes Jahr verschoben. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Fällt noch irgendwas ein hier? Ja, die Wohnung wird klasse. Wenn die letzten Dreckecken, 2 Umzugskartons stehen hier noch, wenn die alle beiseite sind und Regale montiert, dann mache ich mal einen kleinen Rundgang. Wir sehen uns, und ich hoffe, der Audi-Rekorder hat jetzt alles mitgeschnitten. 9 Minuten 11, jupp. Und ja, macht's gut, wir sehen uns, und nächste Zeit kommen wieder ein paar Tour-Videos von ein paar Tagestouren halt. Ne? Also, macht's gut, wir sehen uns.